Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesverfassungsgericht hat am 21. Juli das Betreuungsgeld gekippt. Wir haben diese Entscheidung begrüßt, genauso wie andere Fraktionen hier aus der Bürgerschaft, denn das Betreuungsgeld war von Beginn an gleichstellungspolitischer, integrationspolitischer und sozialpolitischer Unsinn, meine Damen und Herren. Im aktuellen Bundeshaushaltsentwurf für 2016 ist das Betreuungsgeld mit 1 Milliarde Euro noch eingeplant. Der gesamte Familienetat beträgt 9,18 Milliarden Euro. Daher ist das Betreuungsgeld schon hat einen wesentlichen Anteil am Familienetat und sollte auch in dem Bereich verbleiben. Frau Schwesig hat auch gefordert, Bundesfamilienministerin Schwesig hat auch gefordert, dass diese Mittel jetzt in den Bereich der frühkindlichen Bildung fließen, ebenso wie alle Fraktionen hier sich bisher geäußert haben. Herr Schäuble hat dem allerdings widersprochen und angekündigt, dass er die Mittel in den Gesamthaushalt umschichten möchte. In der ersten Lesung im Bundestag des Haushalts am 10.09. hat Manuela Schwesig ihre Forderung, ihre Position dann etwas abgeschwächt und gesagt, das Geld solle den Familien zugutekommen. Über das Wie müsste man noch mal nachdenken. Die Vertreterin der CDU-CSU-Fraktion hat gefordert oder vorgeschlagen, dass diese 1 Milliarde Euro in das Elterngeld investiert werden sollen, da ansonsten das Elterngeld gedeckelt werden würde. Ich finde, dass das zeigt, dass für die Koalition bzw. die CDU-CSU-Vertreterin eine familiengerechte Gesellschaft nur eine Verhandlungsmasse ist. Und das finde ich nicht richtig. Die Fraktion der Linken und die Grünen haben eine Verwendung der Betreuungsgeldmittel in die Quantität und in die Qualität gefordert. Wir unterstützen also auch grundsätzlich den Antrag der FDP. Das haben wir ja auch alle schon öffentlich gefordert. Niedersachsen hat nun im Bundesrat beantragt, dass der Bund den Ländern das Geld gibt und diese selbst entscheiden, ob sie ein Betreuungsgeld oder Investitionen in frühkindliche Bildung wollen. Formaljuristisch ist das, glaube ich, der korrekte Weg, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja nur dem Bund die Regelungskompetenz abgesprochen. Die Länder dürfen danach zwar ein Betreuungsgeld einführen, ob das politisch sinnvoll und begrüßenswert ist, steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Untersuchungen des Landesbetreuungsgeldes in Thüringen, wo es schon 2006 eingeführt wurde, haben gezeigt, wie kontraproduktiv diese Herdprämie ist. Deswegen wurde das auch im Juni schon von Rot-Rot-Grün abgeschafft. Ich glaube, Thüringen zeigt, wie es geht. Die Mittel sollen jetzt in ein gebührenfreies Kita-Jahr fließen. Wir würden uns das für hier auch wünschen und wir würden es begrüßen, wenn der Senat dem Antrag im Bundesrat zustimmt und stimmen hier in der Bürgerschaft dem Antrag auch zu. Dankeschön. Als nächste Rednerin hat das Wort die Senatorin